Mit unseren Variablen können wir rechnen, also schauen wir doch mal nach im duplizierten Step 5, wie denn so Rechnungen dann aussehen, wenn wir das im Playground öffnen. Räumen wir doch mal auf. Ich markiere einfach alles und schmeiße es weg. Und wir haben eine variable Zahl und der weisen wir jetzt den Wert 0 zu. Wir wissen damit, dass Zahl vom Typ Integer ist. Wer es nicht glaubt, Type of. Was ist bitte unsere Zahl? Und wir werden, wenn denn der Simulator gelauncht ist und unser Storyboard auch ausgeführt wird, tatsächlich einmal das Ergebnis sehen. Ist nun mal ein Int. Und was hatte ich gesagt und mich nicht dran gehalten? Wenn wir es doch präziser wollen, können wir doch den Typ auch einfach bei der Deklaration der Variable mit angeben. Und dann ist es ja sowieso messerscharf und präzisiert, was hier Sache ist. So, was können wir nun mit so einer Zahl vom Typ Int machen? Wir können der beliebige Werte zuweisen. Wir können natürlich da auch Berechnungen vornehmen. Wir können sagen, Zahl ist gleich 5 plus 5 mal 3. Und dann sehen wir eben das Ergebnis, das ja hier 20 ist. Und dann sagt ihr, Moment, 5 plus 5 ist doch 10, mal 3 ist doch 30. Und dann darf ich euch sagen, dass natürlich die gute alte Weisheit gilt, Punktrechnung vor Strichrechnung. Und 5 mal 3 ist eben 15, plus 5 ist 20. Also hier auch aufgepasst, der Compiler ist manchmal cleverer, als man denkt. Und wenn ich es eben anders will, dann kann ich beliebige Klammern setzen, um das Ganze so zu gruppieren, wie ich als Entwickler das möchte. Ja, und dann ist es auch relativ klar, was passiert. Also, wir können da natürlich diese Werte zuweisen. Ich kann dann jetzt auch sagen, Zahl soll das sein, was der Wert von Zahl vorher war, aber dividiert durch 3. Und dann ist es eben 10, weil 30 durch 3 tatsächlich 10 ist. Wer hätte das gedacht? Aber für so etwas gibt es dann auch eine Kurzschreibweise, denn es ist sehr oft so, dass wir den Wert einer Variablen brauchen und wollen ihn halt verändern. Sprich, Zahl soll jetzt das sein, was die Zahl vorher war, dividiert durch 3. Und dementsprechend gibt es diese Kurzschreibweise, die dann aussieht, Zahl durch gleich 3. Also genau so haben wir jetzt hier eben wieder die 10 stehen und dann können wir das ja hier so hinschreiben. Das bedeutet eigentlich Doppelpunkt so, ne, dass ihr da so einen Kommentar habt, was dieses Durchgleich soll. Wenn ich jetzt auf die Zahl, die wir haben, mit dem Wert 10, was dazu addieren möchte, gibt es dann auch ein Plusgleich. Ja, lasst uns das doch mal ausprobieren. Zahl plus gleich 15. Was haben wir denn dann? Dann haben wir 25, weil 10 plus 15 gleich 25 ist. Also, das sind diese Kurzschreibweisen. Durchgleich, malgleich, plusgleich, minusgleich. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Und das haben wir natürlich für Zahlen aus dem Fließkomma-Bereich auch. Und dann ist es gut. Jetzt könntet ihr aber fragen, wenn doch Zahl gleich 10 ist, und wenn ich dann diesen Wert durch 3 dividiere, was haben wir denn dann? Dann wollen wir doch mal gucken. Zahl ist gleich Zahl durch 3. Aha, eine glatte 3. Ne? Wenn ich sage hier, dann meine ich immer die Ergebnisspalte hier drüben auf der rechten Seite. Das habt ihr sicherlich im Auge. Also. Das ist komisch, weil 3 mal 3 ist 9. Da fehlt doch irgendwas. Ja, und jetzt kommt es eben genau zu dem, warum es eben Integer, ganzzahlige Variablen und Fließkommazahlen, also Zahlen hier aus unserer Vertretung Double oder Float gibt. Denn
wenn ich jetzt hergehen würde und hätte so etwas wie eine Variable Ergebnis vom Typ Double und würde dann sagen, Ergebnis gleich Zahl durch 3, dann ist natürlich unser Ergebnis eigentlich etwas besser, aber ja, Swift ist streng typisiert. Ich hatte es ja oft genug gesagt und falle gerne auch selber wieder in das Loch hinein, die Grube, die ich mir gegraben habe. Ich kann also nicht einen Typ Int zu einem Typ Double hinzuweisen, ja, und Zahl durch 3 wäre eben immer noch ein Int. Geht nicht. Aber ich kann natürlich sagen, wie wäre es denn, wenn ich den Double-Wert haben will aus Zahl durch 3, dann bleibt natürlich auch wieder nur das glatte Ergebnis übrig. Aber das, was wir ja wirklich wollen, ist wäre die Zahl als Double dividiert durch 3. Und da kommen wir dann auch auf unsere 3, Periode 3 oder 3,3 Periode. Also, Swift ist tatsächlich streng typisiert. Und dementsprechend kann ich nicht einfach einen Int zu einem Double zuweisen. Aber ich kann natürlich einen Int zu einem Double machen, kann den Typ konvertieren und kann dann diesen Double-Wert natürlich auch weiter verwenden, zum Beispiel wie hier in der Division. Und dann haben wir eben dieses quasi beliebig genaue Ergebnis, indem ich 10 durch 3 hier als 3, Periode 3 darstellen lasse. Okay, klingt alles furchtbar spannend. Wir werden auch öfter mal in unseren Projekten Integer-Werte in Float-Werte konvertieren müssen. Ein Stichwort hier ist dann immer die Umrechnung von Bildschirmpunkten. Wenn wir Konstanten für Constraints bewegen wollen oder so etwas, da werden wir dann da nochmal mit in Beziehung kommen. Aber es ist der Einsteigerkurs zum iOS-Entwickler. Wir müssen hier nicht in Zahlentheorien abdriften. Leute, lasst uns pragmatisch bleiben. Denkt bitte dran, wie wir angefangen haben. UI-Label, UI-Textfield, UI-Button, ein Outlet und eine Action und schon hatten wir Spaß. Und genau auf dem Level will ich es auch machen und euch nicht hier ein Informatikstudium aufzwängen, und das braucht man auch nicht, aber dass man schon mal sieht, wie man mit den Zahlen so ein bisschen rechnen kann und dass es dazu diese Kurzschreibweisen gibt, wie mal gleich, plus gleich, dividiert gleich und was es bedeutet, damit ihr versteht, wenn ihr Quelltext lest, das war dann schon, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, und dann lassen wir es auch an der Stelle mit unseren Zahlen mal gut sein lassen in diesem Video.